Howdy Leute und willkommen zurück. Wir sind immer noch mit unserer Ghost-Einheit hier unterwegs. Und da schmeißen wir einfach mal einen Soldaten runter. Unglaublich, wie brutal wir sind. Tango sammelt sich im Glasbau. Langsam. Oh, el Capitán González. Bienvenido a CRP. Ach, der ist schon umgefallen. Okay. What? Boah, wie wegfliegen. Ich beschütze euch, meine Leute. Ja, ballert einfach ruhig weiter auf mich. Okay, hat keinen Sinn, irgendwie. Ich muss die normalen Standardwaffe, also hier die normale Waffe nehmen. Aber ist die, glaube ich, auch eine Standardwaffe. Zumindest bei der Mission. Ey, der Typ hat gerade noch gezittert, ist ja mal voll geil. Ey, krepier! Ich glaub's ja nicht. Los, Leute! Okay, ich dachte, den muss ich erledigen. Okay, wusste ich jetzt nicht mehr. Oh, dann lasse ich den auch in Ruhe. Ach, das ist nur ein Arzt. Ach, das sind alles Ärzte. Okay, die darf ich jetzt nicht anschießen. Oder auch nicht verletzen. Oh nein, da ist das Level. Oh mein Gott, genau. Es kommt. Ich weiß wieder, was jetzt kommt. Okay, das ist keins meiner Lieblingslevel. Ash, fang bei der Computeranlage an. Ich brauche 2 Minuten und 30 Sekunden für den Download. Roger, wir geben euch. Ich glaube, das wird etwas länger dauern. Sie verfolgen uns über die große Rampe. Du hast 30 Sekunden, die Verteidigung vorzubereiten. Okay, ich leg die einfach mal quer durcheinander. Okay, schnell, was haben wir denn noch so? Raketen. Okay, jetzt nix wie schnell. So scheiße, da fliegen schon die ersten Kugeln. Na gut, scheiß drauf. Oh, jetzt muss ich noch nachladen. Na. Wie viel Schuss habe ich in der Maschine eigentlich? Oh nein. Und da kommen auch noch welche. Okay, das gefällt mir jetzt gar nicht mal so. Ah, da ist auch noch eine Tür, dann kommt davon, da habe ich schon auch noch mal welche. Ah. Scheiße, ich glaube, ich werde hier gleich umfallen. Die Tür schon offen? Nee. Okay.
Oh, fuck. Oh, fuck, fuck. Okay, jetzt nicht ich euch erstmal um. Okay. Ah, wann geht denn die Tür eigentlich auf? Geht nicht mehr lange gut so. Los Jungs, halt durch! Okay, die Tür müsste offen sein. Ja, die Tür ist offen. Los, kommt Jungs! Wir sind Ghosts! Kommt schnell rein, Leute! Uhrenvergleich 23:56. Wir gehen auf dem gleichen Weg wieder raus. Waffen runter, aber schussbereit. Machen wir uns bereit. Bein, hilf ihm. Hinken. Erst schießen, wenn du dir den Weg rauskämpfen willst. Wollen wir mal. Okay, verstanden. Es ist immer gut, die Sprache des anderen zu sprechen. Okay, wir sollen sputen, kein Problem. Ach du Scheiße, sind das viele. Venga aquí, amigo. Habe kein Bild mehr. Okay, ihr braucht also jeden Mann. Kein Problem. Oh, böser Riley. Hoffentlich kommen wir hier durch. Schnell einsteigen. Ja, kein Problem. Wir steigen schnell ein, halten alle die Schnauze und fahren Richtung Amerika. Mit dem Angriff auf mein Zeichen warten. Merrick, diese da. Sie enthalten Opferprognosen. Opferprognosen für Städte. Überall in den USA. Toledo, Lexington, Chicago. King, wir verlassen gerade die Basis. Viel Glück. Haltet durch. Evakuierung in 2 Minuten. Sie kontrollieren die Wagen. Spielen wir mit. Halte an, aber sei bereit. Alto! No se ¿Qué pasa ahí? El mando nos asignó al perímetro. Estamos verificando identificaciones. Ya, no tenemos tiempo para esto. Hey, paren el motor. Quítense las máscaras. Oh, fuck! Ich hatte zwar jetzt kein Wort verstanden, ich glaube, das war Spanisch. Aber ich habe keine Ahnung, aber hier geht die Post jetzt ab. Ja, kein Problem. Oh, gut, dass ich jetzt nicht fahren muss. Also fahren kann ich besser auf jeden Fall als... als fliegen. Immer schön auf den Boden feuern. Wohohoho. Ich lasse euch sinken wie Titanic. Wow, noch mehr. Die fliegen einfach alle mal eben weg. Das ist so geil, das Level. Ich mag das. Wow, wow, jetzt sehe ich gleich nichts mehr.
hier schmilzt alles, würde ich mal sagen. Nee, viel schlimmer. Ach du Scheiße, ein U-Boot. Ach du Scheiße, geil. Kommt das einfach so aus dem Wasser. Sir, Sie sind an Bord. Haben die Daten irgendwas ergeben? Ja. Das Raketenprogramm der Föderation wird in einer Fabrik am Hafen von Rio entwickelt. Diese Küstenlinie wird von der dritten Flotte abgeriegelt. Deshalb gehen wir nach Süden. Wir starten ein Ablenkungsmanöver bei ihrer Atlasbohrinsel im Herzen der Drakestraße. Es ist ziemlich weit im Feindgebiet. Wieso sollen wir sie jetzt einnehmen? Atlas produziert genug Treibstoff, um die Föderation für Jahre zu versorgen. Und wir wollen Atlas nicht einnehmen, sondern versenken. Wir sind in Position. Ebenso. Das Bild kommt. Die letzte Patrouille nähert sich. Verstanden. Sind das alle? Ja, die Erde ist voll. Wir sehen uns um. Logan, Kamera einziehen. Los jetzt. Sprengsätze platziert und alle wieder da. Dann wollen wir uns mal vorstellen. Auf dein Zeichen. Hol sie runter. Okay, das war so geil jetzt. Yo, unter Wasser morden. Freie Bahn, los jetzt. Wenn das nicht mal geil ist. Okay, wir sollten lieber wirklich mal nach oben gehen zu unseren Kameraden. Reicht aber. Ach, das sind die gar nicht. Doch ist Merrick. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Okay, scheiß drauf. So, jetzt kapier ich. Alle platt machen! Leute, los! Boah, hier ist ja wieder eine Menge los. Werfe Granate? Nee, bitte lass sie weg. Ich mach keine Granaten. Sind immer so tödlich. Ah, da ist ein Ghost. Ich dachte schon. Der ist ja so schwarz angezogen und angemalt. Ah, da ist Ash. Gut zu wissen, wo der ist. Komm, wollen wir uns nicht alle wieder vertragen? Ich meine, es ist doch auf beiden Seiten irgendwie Verluste zu beklagen. Kann man sich auch wieder vertragen? Okay, ein Heli. Das ist gar nicht gut. Was haben wir denn da Schickes? Ach so, nur Leuchtstäbe und so einen üblichen Scheiß. Kommt, kommt, kommt. Bin immer weniger.
Was sind das eigentlich für Landsleute hier? Sind das eigentlich Amerikaner oder Russen? Boah, dass meine Kameraden mir immer im Weg laufen müssen, wenn ich gerade schießen will. Furchtbar. Cooles Licht am Himmel. Ist das nicht, Polarlicht? Ich meine, das ist doch Polarlicht. Okay, was jetzt? Wir sind bereit. Hier rüber. Okay, hier rüber. Ah, wir müssen in die goldene Mitte. Ach du Scheiße, jetzt sind wir wieder klettern. Nee, noch geiler. Geile Sache. Die brauchen gar nicht mehr zu klettern, die Soldaten. Okay, oben ist Feuer frei. Aber meine Frage, ist zwar Feuer frei und alles, ist ja auch schön, dass man feuern darf, aber man soll ja an der Tankstelle nicht rauchen oder keine Kerze anzünden oder generell einfach kein Feuer machen. Jetzt mal ganz eine ehrliche Frage. Meint ihr, man sollte auf einer Bohrinsel wirklich ballern? Oder Granaten zünden auf einer Bohrinsel? Also ich glaube ja nicht, ob das so klug ist. Und daher... Mann, sind das eine Menge Soldaten wieder. Das ist zum Kotzen, aber auch irgendwie geil. Also ich finde es ja gut, wenn so viele Gegner da sind. Da hat man was zu tun, man muss überlegen. Und so. Aber zu viele sollten es auch nicht sein. Wow, ey. So, die Luft ist schon mal reiner. Würde ich sagen. Ah, ich brauche eine neue Knarre. Ja, nehmen wir die mal. Sie sind oberhalb von uns. Unsere Kugeln dringen durch das Metall. Okay, gut zu wissen. Doch, da ist noch einer. Da oben ist doch auch noch einer. Ah ja, da hängt er. Hallo, soll ich dich runterziehen? Darf ich? Schade, geht nicht. Okay, öffne die Tür. Beeil dich, Hash. Sind da vorne. Bewegung. Vorsichtig. Hash auf mein Zeichen. Los. Die Ecken sichern. Vorwärts. Ecken sichern. Okay, spielen wir jetzt Ecken rechnen. Oder Ecken sichern. Ey, ich durfte die Ärzte nicht abknallen. Die dürfen einfach so einen Mitarbeiter hier abknallen. Oder war das ein Soldat? Nee. Ey, voll gemein. Okay, Jungs. Was soll denn der Scheiß? Ach du Scheiße. Das ist eine Falle. Tür ist hin. Blendgranate. Ja, und im Hintergrund laufen noch Nachrichten. Geil. Okay, ich bin gleich tot. Und das gefällt mir gar nicht. Ich könnte ein bisschen Unterstützung hier gebrauchen. Wai, hey. Oh, jetzt habe ich keine Muni mehr. Okay.
So nehme ich die Waffen. Aufpassen. Wir brauchen den Vorarbeiter lebend. Ja, prügel doch nicht auf ihn ein. Ja, kein Problem. Ey, der hat uns so viel geholfen, der Typ, und dann töten die den noch. Mann, was für ein Ghost. Okay, wer, habe ich jetzt richtig verstanden, wir sollen jetzt nicht feuern? Okay, ich glaube, das wird schwierig. Wow. Ach du Scheiße. Feuer frei. Okay. Ah, nachladen. Scheiße. Hat er gerade einfach von Amerika gesagt? Ich weiß nicht, welche Sprache das ist. Vielleicht auch Italienisch? Nee. Italienisch glaube ich nicht, was die Gegner reden. Americo. Französisch. Könnte das Französisch sein? Was mit der Tüte oben? Gut, dass wir den gerade noch ausradiert haben. Ach du Scheiße, wie sieht das denn alles aus? Ihr habt einen Heli, geil! Ich habe auch einen Heli. Aber der ist leider gerade nicht da. Sonst wäre ich hier schon weg. Ey, kommen die hier einfach... Ach du Scheiße. Was? Ach du... Ducken, okay. Boah, hoffentlich holen wir uns keine Rauchvergiftung. Alle eliminieren. Hallo. Wow. Gebratene Schenkel, würde ich sagen. Oder vielmehr gebratene Füße. Boah, man sieht gar nichts. Laufen wir Merrick einfach mal hinterher. Beschützt uns ein. Geil, das sind die Beschützen. Das ist so geil. Ich brauche gar nichts mehr zu machen. Okay, ich muss da noch was machen. Ah, schön schützen müssen wir uns. Ey, bleib doch hier. Immer schön nachladen, los. Oh, das war meiner wieder. Ich eliminiere dich. Was? Okay, Einschuss und ich bin gleich platt. Nein, ich hab doch gesagt, Einschuss und ich bin platt. Ah, das ist jetzt gemein. Das ist sau gemein. Okay, von wem will ich hier getroffen? Jo, treffe ich den einen und der andere lebt noch. Okay, wir nehmen die Panzerfaust. Was? Ey.
Was soll der Scheiß? Ich glaub's ja nicht. Von da oben. Ey, erstmal. Bitte mal irgendwie mal eine Vorsage, dass da oben die Feinde sind, die ich abschießen soll. Ey, das kann doch nicht angehen, dass man hier einfach ins offene Wasser so gesehen geworfen wird. Jetzt weiß man wenigstens Bescheid. Okay, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Okay, Wasserdruck, kein Problem. Die Leiche da vom Schaltpult. Ach, da ist doch schon wieder so ein Typ. Ja, klar. Geht mal so mit Toten um, Alter. Die verschwenden Zeit, mach hin. An der Schaltpult. An welches? Ah, ich hab's. Der liegt da drauf. Halte den Druck im grünen Bereich. Ich überlade die Pumpen. Okay, im grünen Bereich halten. Okay, also los. Oh, ob mir das gelingen wird. Höher. Runter. Ja, wir haben's geschafft. Und wir haben so ein neues Trophäe verdient. Geil. Jetzt müssen wir aber schnell hier raus. Boah, dass die hier überhaupt noch durchschauen. Das will ich mal so bedenken, dass die echten Elite-Soldaten. Also hier diese Navy-Seals oder wie sie alle heißen. Aus den verschiedenen Ländern. Das ist wirklich schon beeindruckend, was die alles leisten müssen. Du Scheiße. Ich komme mir gerade irgendwie vor wie bei der Titanic. Da überall Eis. Etwas geht unter. Rettungsboote im Wasser. Ach du Scheiße. Das sieht aber mal cool aus. Wir haben die Föderationsflotte weggelockt. Die Fabrik wird von einem Schiff bewacht. Ein Zerstörer, der vor modernsten Waffen nur so strotzt. Seine Luftabwehrwaffen lassen keinen Angriff von oben zu. Doch es ist an einer Stelle verwundbar. 60 Fuß unter der Wasserlinie. Nahe der Ventilationsöffnung. Keegan, Logan, das ist euer Job. Macht uns den Weg zu der Fabrik frei. Verstanden. Wir schicken ein weiteres Schiff auf den Friedhof. Ganz genau. Ein weiteres Schiff geht, ist bereit zu sinken. Und in 80 Jahren findet man es irgendwann und stellt es in ein Museum. Aber wir werden gleich hier weiter im Meer herumschwimmen wie ein Fisch. Und wenn ihr wissen wollt, wie es im nächsten Part mit Call of Duty Ghosts weitergeht, schaltet auch dort wieder ein. Wir sehen uns.